Zimt verströmt einen unverkennbaren Duft und ist eines der ältesten Gewürze überhaupt. Aber was haben Zimt und Energy Drinks gemeinsam? Und warum solltest du Zimt nicht nur zu Weihnachten verwenden? In diesem Video Zimt. 5 Fakten, die du wissen könntest. Zimt ist die getrocknete Rinde des Zimtbaumes. Nach der Ernte der dreijährigen Triebe wird zunächst die äußere Rinde entfernt. Die innere Rinde wird getrocknet. Dabei rollt sich diese ein und bekommt die typische Zimtstangenform. 2. Zimt ist nicht gleich Zimt. Es gibt mehr als 100 verschiedene Zimtbaumarten. Die beiden wirtschaftlich wichtigsten Sorten sind Ceylon-Zimt, auch echter Zimt genannt, und der chinesische Zimt. Ceylon-Zimt wächst in tropischen Regionen und wird vor allem auf Sri Lanka, in Indien, auf den Seychellen, auf Madagaskar, in Brasilien und in der Karibik angebaut. China-Zimt hingegen ist in Südostasien zu Hause, preislich meist günstiger, hat aber auch einen schärferen, weniger feinen Geschmack als Ceylon-Zimt. Durch die dicke Rinde des China-Zimts kann man die beiden Arten sehr gut unterscheiden. 3. Zimt hilft gegen Müdigkeit und Lustlosigkeit. Die stimulierende und kreislaufförderliche Wirkung machen Zimt zum natürlichen Aufputschmittel. Darüber hinaus hat Zimt keimtötende Eigenschaften und ist daher besonders zu empfehlen, wenn sich eine Erkältung ankündigt. Nummer 4. Gemahlener Zimt schmeckt intensiver. Geriebener Zimt hat ein stärkeres Aroma als Zimtstangen, bleibt aber nicht so lange frisch. Die Lösung? Ganze Zimtstange kaufen und bei Bedarf selber reiben. Nummer 5. Zimt ist mehr als ein Süßspeisengewürz. Ja, es stimmt. Zimt passt gut zu Weihnachtsbäckereien, Lebkuchen, Glühwein und Kompott. Aber Zimt eignet sich ebenso hervorragend für Fleisch, für Lamm und Geflügel, für Gemüse, Couscous und Zucker. Zimtvoll hat einen feinen, süßen, würzigen Geschmack und besitzt eine sehr hohe Würzkraft. Ideal für die gewürzt echte Küche.